24.09.38. Das ist das Geburtsdatum meiner Oma und mein Alter. Blöd gelaufen. Wäre ihr Glückstag gewesen. Aber mein Luftballon! Oh nein. Das war doch für Mama. Ach komm, ist nicht so schlimm. Ich wirklich, ich habe eine Versicherung dafür. Was sagt man dagegen? Ich bin operiert worden am Donnerstag. Und nicht am Gehirn, wie Sie vielleicht denken, sondern am Blinddarm. Ich einfach nicht fahren soll. Das ist alles nur passiert, weil ich mich selber entlassen habe. Aber das Essen war so mies und die haben behauptet, das wäre Fisch. Ja? Jetzt beruhigen Sie sich mal, okay? Ja. Mir ist nichts passiert. Alles in Ordnung. Aber Sie sind ein bisschen blass, oder? Ja. Hallo. Hallo. Ich bin Felix. Kathi. Hallo, Kathi. Darf ich mal? Oh, das ist ganz schön schnell. Vielleicht sollte ich Sie besser nach Hause fahren. Weil Ihr Fahrrad mein Auto angegriffen hat? Ja, genau. Na, wieder die ganze Nacht gearbeitet? Guten Morgen. Weißt du, wir waren verabredet gestern Abend. Sag mir doch einfach Bescheid. Es tut mir leid, Kathi. Ja, es war ein Notfall. Weißt du, eigentlich würde ich einfach nur gerne duschen. Ich muss doch gleich wieder los. Wie wär's mal mit Schlafen, Felix? Kathi, heute Abend. Nur du und ich. Okay? Okay. Okay. Zeitmangel als Chance, genau. Blöde, control-freakige Blutsaugerin. Warum kümmert ihr sich denn selber um ihre Luftschlossakrobaten? Ja. Brauchen Sie Hilfe? Nein. Ich komme klar. Ja, okay. Okay. Okay, was? Brauch Hilfe. Gerne. Ja. Matthias Lenzen übrigens. Kathi wie der Kind. Ich springe heute für meine Chefin Frau Gerber ein. Ach, das war die kontrollfreakige Blutsaugerin? Scheiße. Ja, kein Problem, ich habe selber ein extremes Autoritätsproblem und wäre gern Luftschlossakrobat. Okay. Was? Das ist mein Lebensmotto. Und das ist fürs Laptop. Gut. Alles in Ordnung. Ich frage mich mal, wie viele Fahrräder du schon platt gemacht hast. Sag mal, wo verhältst du mich? Vielleicht für die Frau meines Lebens. Felix? Ich vermisse dich und mich. Kathi, du musst heute mein Existenzgründerseminar übernehmen. Aber das ist schon eine halbe Stunde. Ich weiß. Zeitmangel als Chance. Brauchen Sie Hilfe? Ich würde mal ganz gerne mit ihm was trinken. Ich hatte schon 2 Kaffee. Und von der Psyche her habe ich auch überhaupt gar keinen Durst. Von der Psyche her? Habe ich gerade gesagt, ich habe von der Psyche her keinen Durst? Ja. Kathi, ich muss dich sehen. Ich muss die ganze Zeit an ihn denken. Was aber nichts bedeutet, weil ich ja verheiratet bin. Was ist denn heute für ein Datum? 26. April. Welches Jahr? 2011. Kathi.
der Zukunft gelebt. Du Arme. Im Grunde genommen habe ich ihn noch gar nicht kennengelernt. Ich wünsche dir ein wunderschönes Leben. Matthias, Felix, was denn nun? Rot oder grün? Grün. Wenn das Schicksal einem die Chance gibt, alles besser zu machen, dann sollte man es doch machen, oder? Oh Gott, die Leute. Haben Sie sich wehgetan? Nee, halt. Das funktioniert doch nicht. Hatten wir doch schon mal. Das hatten wir schon mal?